Gott. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ein Wort, ein Satz zu Ihnen, Herr Baumann. Der Kern der Demokratie, über deren Zustand Sie sich eben so beklagt haben, ist der, dass es geheime Wahlen gibt, wo ich zum Beispiel meine Fraktion niemals zwingen werde, irgendjemand zu wählen, den sie nicht wählen will. Vielleicht hat das was mit Ihren Auftritten und Ihrer Positionierung hier zu tun, dass Ihre braunen Gesellen nicht gewählt werden. Das mal grundsätzlich vorweg. Die Linke hat bereits im März einen Vorschlag gemacht, die Diätenerhöhung auszusetzen. Ich freue mich außerordentlich, dass alle Fraktionen unserem Vorschlag gefolgt sind. Allerdings will ich, ja, Kollege Gosse-Brümmer, es ist ja so, man muss sich ja hier immer um so vieles kümmern. Aber ich finde auch ganz ehrlich, man sollte das jetzt allerdings in diesen Zeiten auch nicht zu sehr abfeiern, dass wir hier bei unseren eh schon sehr, sehr üppigen Diäten und Versorgung jetzt hier auf eine Erhöhung zu verzichten. Gleichwohl geht es hier um Symbolik und völlig klar ist, wir brauchen nicht mehr Geld für Abgeordnete, sondern was wir brauchen, ist mehr Geld für Pflegekräfte, für Reinigungskräfte und für Müllwerker und alle, die den Laden am Laufen halten. Ganz einfach. Also, es geht um einen symbolischen Akt, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist in diesen Zeiten natürlich durchaus wichtig. In dem Zusammenhang will ich dann schon, wenn wir bei Symbolik sind, noch zwei Anmerkungen machen. Also der Zeit des großen Applauses auch dieser Bundesregierung für die, die sich hier jeden Tag krumm machen und den Laden am Laufen halten, ist ja vorbei. Denn was falsche Symbolik ist, kann man daran erkennen, wenn die Ersten, die von der Bundeskanzlerin eingeladen werden, die Autobosse sind. Richtige Symbolik wäre gewesen, Pflegekräfte, Ärzte einzuladen und mit ihren zu sprechen. Das wäre eine richtige Symbolik gewesen. Das ist mal voll nicht gelaufen bei Ihnen. Und wenn man jetzt mit den Leuten da draußen ein bisschen redet, in den Wahlkreisen, wenn man sich die Zuschriften anguckt, dann gibt es natürlich eine besorgte Frage. Und wenn ich die Leute frage, was glaubt ihr eigentlich, wer bezahlt eigentlich für die ganze Krise? Da macht sich mittlerweile wieder eine Resignation in diesem Land breit, die sagen, wissen Sie, Herr Korte, da zahlen doch wieder wir, nämlich die kleinen Leute. Und das ist eine sehr grundsätzliche demokratietheoretische Frage. Wir müssen dafür sorgen, dass nach dieser Krise es nicht so läuft wie immer, dass nämlich die kleinen Leute bezahlen, sondern dass endlich mal diejenigen zahlen, die es verkraften können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist wichtige Symbolik. Und deswegen drei konkrete Vorschläge. Das ist Symbolik und bringt real Geld, indem wir zum Beispiel uns hier verständigen würden, endlich eine Vermögensabgabe einzuführen. Ein richtiger Punkt wäre und eine richtige Symbolik wäre die, endlich eine Entprivatisierung des gesamten Gesundheitssystems hier zu beschließen und einzuleiten. Das ist richtige Symbolik. Und zum Dritten, das will ich auch sagen, Konzerne, die Dividenden ausschütten, das ist ganz einfach, die also Gewinne ausschütten, ganz einfach, bekommen keinen Cent staatliche Mittel, weder direkt noch indirekt. Das ist ein Kern von Gerechtigkeitsfrage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man solch einen Dreiklang, der real was mit Gerechtigkeit und Umverteilung zu tun hat, wenn man solch einen Dreiklang hier beschließen könnte, dann würde man gleichzeitig auch mit Blick auf das, was nach der Krise kommt, einen gewissen Schutzschirm für die Demokratie aufspannen. Dazu würden wir Sie gerne einladen. Und vielleicht folgen Sie diesen drei durch und durch klugen Vorschlägen, genauso wie Sie unserem Vorschlag gefolgt sind, auf die Diätenerhöhung zu verzichten. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Korte. Abschließende Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Britta Hasselmann, Bündnis 90 Die